Schönen guten Tag, liebe Wetter-Zuseher. Ich möchte heute ein bisschen was über das Satteln, das Aufsitzen und das Nachgurten erzählen. Ich bin mehr oder weniger durch Zufall auf dieses Thema gestoßen, und zwar im Gespräch mit pferdesportaffinen Leuten, die aber selber keine Reitpraxis oder Reiterfahrung haben. Und wir sind durch Zufall darauf gekommen, dass den meisten Leuten gar nicht bewusst war, dass die Rennreiter, egal ob in Europa oder auf einem anderen Kontinent, links aufsitzen. Es war ihnen auch nicht bewusst, dass auch Rennreiter nachgurten sollen und müssen. Und genau darüber möchte ich jetzt im kommenden Beitrag ein bisschen was Genaueres erzählen. Zuerst möchte ich das Satteln vorführen. Wir sehen hier, dass einmal das Wischtuch aufgelegt wird. Das Wischtuch soll den Schweiß aufnehmen. Dann kommt die Sattelunterlage. Die Sattelunterlage soll den Druck des Sattels möglichst gut verteilen. Dann sehen wir schon, wie der Sattel aufgelegt wird als nächstes. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Handgriff gleich, nachdem der Sattel eingerichtet worden ist. Wird hier ausgekammert, um den Widerrist zu schonen des Pferdes. Als nächstes sehen wir dann, wie der Gurt heruntergenommen wird. Und entsprechend der Gurt dann auch angezogen wird. Am Anfang noch ganz vorsichtig. Und in etwa eine Handbreit, hier sehen wir das, eine Handbreit hinter dem Ellenbogen. So, und dann geht's schon raus zum Aufsitzen. Als nächstes möchte ich gerne das Aufsitzen zeigen. In der Regel sitzen wir im Pferdesport immer von links auf, also zumindest im Galopprennsport wird immer von links aufgesessen. Das rührt noch aus der Militärzeit her, wo die Männer, die Offiziere und Militaristen, ihren Säbel auf der linken Seite hatten. Inzwischen ist es so, dass in einigen anderen Reitsportarten auch von rechts aufgesessen wird. Im Galopprennsport kenne ich es nur von links, und wenn jemand es von rechts kennt, dann bin ich sehr erfreut, wenn man mir das sagt, in welchem Land das so stattfindet. Als nächstes möchte ich gerne das Nachgurten zeigen. Ein sehr, sehr wichtiger Handgriff, der sicherstellen soll, dass der Sattel nicht verrutschen kann. Geschieht in der Regel links, kann aber auch rechts passieren. Und natürlich auch die Rennreiter sollten dies immer tun, am besten direkt nach dem Aufsitzen, spätestens aber nach dem Aufgalopp bei der Startmaschine. Ja, und damit wünsche ich allen eine schöne Woche und freue mich schon auf nächste Woche. Bis dann, tschüss.